Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch ein Tutorial. Bleibt dran, es geht gleich los. Wie man im Hintergrund sehen kann, bin ich in meinem Videoschnittprogramm und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr, egal in welchem Videoschnittprogramm, Videos bearbeiten könnt und sie anschließend dann auf TikTok hochladen könnt mit dem richtigen Format. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch solche Videos gefallen. Ich dachte, ich bringe es heute mal, weil ich auf TikTok selber gerade am Start bin, Clips hochlade und ich zeige euch mal anhand von einem simplen Beispiel, wie das Ganze funktioniert. So, wenn ihr ein Video hochgeladen habt in eurem Videoschnittprogramm, dann zieht ihr das Ganze auf die Timeline. Das habe ich jetzt hier unten gemacht. Also das hier unten ist die Timeline. Das ist euer Arbeitsbereich sozusagen. Ich kann das Ganze einmal abspielen für euch. Hier ist eine Vorschau. Die Vorschau ist nicht in der gleichen Qualität, wie das Video am Ende sein wird. Also es skaliert immer ein bisschen runter, damit der PC nicht so viel rechnen muss. Ich zeige euch ganz kurz den Clip. Ist eigentlich nur eine Szene im Wald, wo ich so gefilmt habe, um das praktisch hier als Tutorial für euch am Start zu haben. So, folgendermaßen. Also, das ist jetzt der normale Clip. Ich habe jetzt hier zum Beispiel in meinen Projekteinstellungen, das ist jetzt meine Auflösung von meinem Video. Das heißt, ich habe das Ganze in 4K, in 60 FPS. Ihr braucht ja für TikTok ein anderes Format. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel hier irgendwelche Effekte einbauen, das Ganze schneiden, ein bisschen Color Grading reinkriegen, das heißt ein bisschen die Farben sättigen und so. Und danach, wenn ich das Ganze speichere, müssen wir ein anderes Format wählen. Das heißt, ich bearbeite es jetzt hier ganz kurz nur ein bisschen mit, spiele hier ein bisschen rum. Bin ja kein Profi für Color Grading Videos, könnt ihr gerne auch meinen Kanal abchecken, da kann ich euch mal ein bisschen was zeigen, auf was ihr achten müsst und so. Aber um das Ganze jetzt nicht so in die Länge zu ziehen, mache ich das jetzt mal hier einfach mal so nach Gefühl, ein bisschen hin und her. Es gibt natürlich auch Loots, die ihr drauf machen könnt, die nehmen euch diese ganze Arbeit ab. So, jetzt können wir hier zum Beispiel das ganze Grün hervorstechen. So, und dann einfach mal okay. Ein bisschen hat sich wahrscheinlich verändert, aber ist nicht schlimm. So, dann hängt das Programm jetzt wegen 4K. Okay, so. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, speichert ihr das einmal ab. Ich habe hier einen Export-Button, da kann ich meine ganzen Videos abspeichern. Wenn ihr das gemacht habt, dann sehen wir uns direkt wieder mit dem neuen Format und ich erkläre euch, wie es weitergeht. Ich habe jetzt mein Projekt hochgeladen. Wie ihr sehen könnt, sind hier schon einige Dinge, die ich schon voreingestellt habe. Ich mache das dann auf verschiedenen Ebenen, damit man zum Beispiel sehen kann, hier steht so ein kleines Beispiel, da steht mein Name, dann, dass sie mich die Leute abonnieren sollen auf TikTok, YouTube, Twitch etc. Und unten, dass halt auf jeden Fall eine Playlist existiert, da könnt ihr natürlich hinschreiben, was ihr möchtet, oder ihr schreibt einfach gar nichts hin, wie ich euch gleich in dem Beispiel zeigen werde. Und natürlich oben dann der Titel des Videos. Und ja, das hier unten ist immer meine Timeline. Ihr müsst halt immer so überlegen, alles was über, also eine Ebene über dem Video ist, hat immer Vorrang. Wenn ich jetzt so mache, würde man das Ganze gar nicht sehen. Also, wie soll ich am besten zeigen? Wir machen es einfach mal so. Ich denke aber, ihr versteht, was ich meine. Wenn ich jetzt das Ganze hier in die Mitte mache, einmal so. Da kann man sehen, dass man den Text gar nicht sieht, obwohl er vorhanden ist. Aber wenn ich das Ganze jetzt umdrehe, heißt, ich ziehe das hier runter, dann hat der Text Vorrang. Also dann ist scheißegal, ob das da ist. Der Text wird immer da angezeigt, wo ihr euch das Ganze positioniert habt. So, dann machen wir das jetzt rückgängig und ziehen wir das hier an den Anfang. Also hier am Anfang habe ich so mein Intro, was die meisten Leute kennen. So, dann ist folgendermaßen. Also ich habe jetzt hier einmal das so. Mein Format für dieses Projekt ist jetzt ein ganz anderes, und zwar habe ich hier die Auflösung 720x1280 19:16. Ich kann ganz kurz auf TikTok gehen, damit ihr seht, warum ich dieses Format hier ausgewählt habe. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf TikTok seid, also am PC jetzt zumindest, dann hier auf Hochladen drückt, dann seht ihr hier links gleich im Kasten, dass TikTok euch ein Format vorgibt und wie die Datei sein kann, MP4 oder WebM. Und hier ist genau die gleiche Auflösung, 720x1280.
Und deswegen ist das Ganze hier jetzt so voreingestellt. Ich habe halt ein Projekt mir gemacht, wo das so voreingestellt ist und damit arbeite ich. Ich habe es jetzt so gemacht, da ich immer Clips hochlade von Gameplays und so, dass ich halt unten und oben praktisch meinen Titel habe und unten auf die Playlisten aufmerksam mache. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier einfach mal das Ganze wegnehme und dieses Video über diese Funktion hier auf Seitenverhältnis nicht 16:9, wie das ursprünglich aufgenommen ist, sondern 9:16, so wie es praktisch auf dem Handy ist, kann man es hier noch individuell einstellen. Aber wenn ich jetzt hier auf Bestätigen drücke, sieht man, dass es jetzt praktisch über die ganze Länge, so wie es dann auf eurem Handy, auf eurem Smartphone oder auf dem PC in Hochformat. Und ja, dann ist das Ganze halt dementsprechend und ihr müsst halt dann einstellen, was ihr den Leuten zeigen möchtet. Aber so kann man dann die TikTok-Videos machen. Ich kann ja das Ganze mal jetzt für euch einmal abspeichern. Und zwar ziehe ich noch diese ganzen Sachen hier weg, ziehe mir das hier hin. Das ist praktisch noch mein Ende, wo einmal noch dieses TikTok-Logo und ein Like zu sehen ist. Und so würde das Ganze aussehen. Ich speichere das jetzt mal ab und zeige euch dann den fertigen Clip. Ist jetzt nichts atemberaubendes, aber ich wollte euch damit zeigen, dass die Seitenverhältnisse ja von TikTok vorgegeben werden. Und ihr, wenn ihr euch so ein Projekt schon anspeichert, dass ihr immer nur die Clips ändert und die Titel oder die Texte ändert, dann habt ihr schon eine Voreinstellung für TikTok und könnt das Ganze so hochladen. Und da seid ihr nicht stundenlang immer dran an so einem Video. So, ich speichere das Ganze ab und wir sehen uns gleich. So, folgendermaßen. Also, da haben wir einmal das normale Video, das wir geschnitten haben über Filmora im 16:9 Format. Und danach kommt das, was ich für TikTok geschnitten habe. Also, gucken uns das Ganze mal an. 9 Sekunden geht das Ganze. Ist eigentlich sehr entspannt. Kann man machen. So, und jetzt kommt das für TikTok. Da sieht man, das Format hat sich auf jeden Fall schon geändert. Und da ist es natürlich ein bisschen, ja, fokussiert. Aber so funktioniert das Ganze. Also, wenn ihr in Zukunft, wie gesagt, solche Videos machen wollt, einfach im 9:16 Format, die Seiten, das Seitenverhältnis ist angezeigt. Und ja, wenn man in Zukunft oder wenn ihr in Zukunft mal komplexere Sachen sehen wollt, was in die Richtung geht, einfach unten in die Kommentare schreiben, dann suchen wir uns mal ein Thema aus oder ich suche mir mal ein Thema aus und dann zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Danke fürs Einschalten, danke für die Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, lasst das Ding laufen. Peace.